So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Diesmal Richard und Andi am Mikrofon. So sieht's aus. Von Gladbacher Seite zwei Kommentatoren, von HTRC-Seite sind alle im Fanblock angesiedelt. Also von daher denke ich, alles soweit in Ordnung. Wir bleiben sachlich, wie immer. Genau. Und schauen wir mal, die Mannschaft spielt sich gerade warm. Ja, vielleicht, Richard, wie siehst du es? Westdeutscher Meister, GRDC, hast du damit gerechnet? Gerechnet, also die Jungs sind top motiviert. Man merkt, sie haben richtig Bock auf einen schönen Hallenzock. Haben es da stark gemacht die Saison. Und ich glaube, die wollen sich heute richtig belohnen hier. Also die sehen das, dass die Jungs und Mädels hier vom GRDC hier richtig was aufgetischt haben, super Event geschaffen haben. Und die wollen die ganze GRDC-Familie jetzt stolz machen. Und ich glaube, die Jungs sind heiß wie Frittenfett. Könntest du auf ein paar geile Zocks freuen? Ich glaube, das wird, um es vorwegzunehmen, ich glaube, es wird ein sehr taktisch geprägtes Spiel. HTRC natürlich seit Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, in dieser Konstellation immer bei den Deutschen dabei. Und letztes Jahr hat man ja bei der U18 in Mülheim gegeneinander gespielt. Da stand es erst noch für den GRDC und dann konnte der HTRC das Blatt noch drehen und 7-4 gewinnen. Und das war dann ausschlaggebend dafür, wer dann eben Dritter, Vierter oder wie auch immer in der Gruppe wird. Und ja, ich glaube, jetzt mit München hat man in der Gruppe einen sehr, sehr starken Gegner, der auch eben ganz stark performt hat. Definitiv. Haben wir ein starkes Spiel gesehen, ja. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe das eben schon bei den anderen Spielen gesagt, jetzt vielleicht in deine Richtung. Was glaubst denn du, auch als GRDCer? Gladbach ist neben Rüsselsheim die einzige Mannschaft, wenn ich im Bilde bin, die keinen Nationalspieler hat. Trotzdem als Team da ganz stark performt. Was glaubst du? HTRC gespickt mit 5 Nationalspielern, glaube ich. Ja. Ist das ein Vorteil für den HTRC oder kann das auch sich so zum Nachteil weisen, sodass die Nationalspieler vielleicht schon satt sind oder weißt du, wie ich das meine? Das ich weiß absolut, was du meinst. Ich glaube, da gibt es für und wieder. Ne? Also die Jungs, die in der Nazio zocken, die sind natürlich nochmal irgendwie auf einem anderen Level, als sowieso alle schon sind. Die sind nochmal vielleicht auch, haben nochmal die Idee mehr, haben vielleicht nochmal auch die Möglichkeiten mehr, die sehen. Auf der einen Seite kann das natürlich, wie du schon richtig sagst, auch nochmal ein bisschen mehr Belastung bedeuten. Ich glaube, uns schadet das nicht, dass wir jetzt keinen haben. Nö, definitiv nicht. Dafür haben wir also genug andere Jungs, die da wirklich, wirklich was am Stick können. Und ja, wie siehst du das? Ja, man muss ja dazu sagen, ich sehe das ähnlich. Ein Vorteil kann immer sein, wenn du als Team so über Jahre wächst und vielleicht keinen unfassbar überragenden Spieler hast. Also ja, ich sag mal, der jetzt in der Nationalmannschaft spielt, die sind ja schon gut am Stock und alles. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Gladbach da als Team sich über die Jahre jetzt hinweg gemausert hat und auch zu Recht Westdeutscher Meister geworden ist, auch wenn es am Ende knapp war. Ja. Und damit können sie auch mit breiter Brust hier auftreten. Definitiv. Vorteil für den GRDC ist jetzt in dem Moment, also beziehungsweise Vorteil, aber dass sie halt nicht satt sind. Das ist jetzt das zweite Mal hintereinander, dass sie sich für die Hallenendrunde qualifiziert haben. Mhm. Diesmal sogar als Westdeutscher Meister. Und ich glaube, das ist so, jetzt wollen die Jungs nochmal richtig. Aber absolut, ich glaube auch, wie ich jetzt schon im Vorfeld, ich kenne den Betreuer vom HTRC sehr gut, aus Mettmanner Zeit noch. Okay. Der hat mir signalisiert, naja, also vom HTRC ist auch so, viele 2-5er ist das letzte Jahr jetzt und jetzt wollen die sich natürlich nochmal belohnen in der absolut Konstellation. Bevor es dann zu den Herren geht. Genau, genau, ja, und ja, einige haben schon bei den Herren hier wie Paul Glanz sowieso so gespielt. Genau. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, inwieweit so verschiedene Einzelaktionen von den Nationalspielern eben den Ausschlag geben. Beide Mannschaften haben ja in der deutschen Zwischenrunde auf dem Feld gegeneinander gespielt. Im HTRC gab es ein 2-1 für den HTRC. Am Anfang auch etwas klarer von der Feldüberlegenheit damals für den HTRC, bis Gladbach dann die Nervosität abgelegt hat und sich dann rangefuchst hat. Und mit einer Schlussecke hätte man es nochmal zum Unentschieden bringen können. Hat man aber nicht. Somit hat der HTRC auch verdient da weitergekommen. Gut, Aufstellung wird eingeblendet. Genau. Ich denke, es ist eine bunt gemischte Mannschaft von 2005ern und 2006 sogar. Wir haben sogar, glaube ich, einen 2008er dabei. Ja, ja. Und von daher ärgerlich ist, dass Valentin Mellinghoff, der Captain, leider ja nicht spielen wird. Er sitzt so als Backup auf der Bank, aber eigentlich Oberschenkelverletzung und wird nicht spielen, ist in Zivil, genau, sitzt als Zivil. Motivationskünstler mit auf der Bank. Und ja, jetzt wird sich zeigen, inwieweit auch Motivation oder sonstiges und vor allen Dingen auch Nervosität, wie schnell die abgelegt werden kann. Ich glaube, das haben wir jetzt in den bisherigen 3 Partien schon gesehen. Ja, auf jeden Fall. Wer hat dich am meisten bisher so überzeugt von den 6 Mannschaften, die wir gesehen haben? Also ich muss sagen, dass der Club an der Alster mir bislang am besten gefallen hat. Von dem Auftreten. Das Feldhockey Final Four 2024 findet in diesem Jahr wie schon in 2022 auf der Anlage des Bonner THVs statt. Am Pfingstwochenende des 18. und 19. Mai spielen dort die besten deutschen Hockeyteams um die Meisterschaft.
Zusätzlich wird es der letzte große Auftritt der Nationalspieler und Spielerinnen vor den Olympischen Spielen in Paris sein. Tickets für das Event sind auf der Webseite der Hockey-Bundesliga www.hockeybundesliga.de/events erhältlich. Es gibt dort die einige Vergünstigungen und aktuell noch den Early Bird Rabatt für Frühentschlossene. Sichert euch jetzt Tickets für Sommer, Sonne und Spitzenhockey. Wie die Jungs da mit dem Ball und auch gegen den Ball agiert haben. Jetzt wird es hier nochmal richtig laut. Die Fanlager stimmen sich hier ein. Mein bisheriger Favorit, der Club an der Alster, aber jetzt sehen wir, glaube ich, das nächste hervorragende Spiel hier. Und da zeigen die Jungs jetzt mal, was sie können. Ich sehe das auch so. Also München hat sich da auch überhaupt nicht beeindrucken lassen, hatten aber meines Erachtens auch ein Auftaktgegner, der ihnen ans Gelegen kam mit Süd 3. Und ja, jetzt spielt der Westdeutsche Meister gegen Nordost 2. Und wünschen wir uns auch jetzt wieder ein gutes, faires Spiel. Sowieso. Mit vielen Chancen. Wie heißt es schon? Hüben wie drüben. Und wie immer, schönes Bild jetzt hier gerade, dass alle Mannschaften am Anfang einmal Einlaufkinder haben. Super, sehr schön. Ist auch, glaube ich, für die Jungs nochmal ein tolles Gefühl. Auf jeden Fall. Was Besonderes hier mitzunehmen in dem letzten Jahr Jugend für viele. Meinst du möglicherweise, dass die Jungs jetzt hier vom Gladbacher HTC, vom Heimpublikum spielen, ist das vielleicht nochmal ein Ticken mehr Nervosität, die da reinspielt? Glaube ich nicht. Also ich glaube, wie gesagt, auch da haben jetzt einige schon bei den ersten Herren mitgespielt. Mal in der zweiten Liga haben wir vor heimischer Kulisse, die auch immer sehr, also ich sag mal, genauso voll, wie es jetzt ist. Ja, also ja, ja. Die Halle ist ja schon recht voll. Ja. Und ich glaube, morgen wird es dann noch voller, wenn es Halbfinals, Finalspiele geht. Auf jeden Fall. Und ich denke immer, dass die Mannschaften, die dann ins Halbfinale kommen, dann noch mehr Fans mitbringen. Oder wo noch der eine oder andere zureist. Und ich glaube, das ist kein Vorteil. Der Vorteil für den GTC liegt vielleicht darin, nicht, dass sie nervös sind, sondern dass sie eher die Halle kennen, wissen um die Begebenheiten, wissen, ja. In manchen Situationen hört es zwar blöd an, aber in einer fremden Halle ist das immer noch mal wieder ein bisschen was definitiv, anderes. Damit musst Fall. Du klarkommen. Und ich glaube, das Fall. Ist die eigene Halle, das Zuhause. Hier fühlt man sich wohl, absolut. Ich glaube, du kennst jede Grasnarbe hier, wie das so schön heißt. Ne? Ja, ja, ja. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich glaube, beide Mannschaften haben Respekt voneinander, das ist klar. HTHC, wie gesagt, weiß auch um die Stärken der Gladbacher. Und sind auch, glaube ich, da ganz, oder dem tut ganz gut dran, auch da einen großen Respekt mitzubringen. Und schauen wir uns mal an, wie die Defensivreihen da agieren und welche Einzelspieler oder Einzelaktionen, wie wir es ja vorhin schon mal gesehen haben, also manche Einzelaktionen entscheiden dann eben. Absolut, absolut. Und dann schauen wir mal, rechts von uns hier vorne, wir sind auf der Tribüne, ist der HTHC-Block, der Gladbach-Block weiter links. Natürlich die Halle voll mit Schwarz-Rot jetzt, ist klar. Und so, kurzes Abklatschen noch von den Teams und dann geht's los. Ja, HTHC, Nationalspieler ohne Ende. Ditzer im Tor, jetzt seit 5 Jahren im HTHC, kam damals aus Rot-Weiß. Hasbach vorne, Nationalspieler. Van Gersum hinten mit Titus Wex und Paul Glander. Also alles gestandene Spieler. Und da sitzt noch der Jos von Delo als Nationalspieler auf der Bank. Ich weiß nicht, ob die es so machen wie München, dass sie auch blockweise wechseln. Das wird der GRTC nicht tun, glaube ich. Dafür ist das nicht da. Gladbach direkt mit Druck. Paul Glander lässt sich doch nicht beeindrucken. Jetzt erstmal alle vorne. Muss Gladbach aufpassen, dass hinten keiner ganz blank ist. Fiete Bormann passt auf. Paul Glander lässt sich nicht beirren. Bleibt erstmal im Eck und sucht sich jetzt die Lücke oder wie auch immer. Oder auch. Vielleicht kann Gladbach den Ball klauen, aber sieht noch nicht danach aus, dass sie es vorhaben. Auf jeden Fall erstmal das erste Überraschungsmoment nach dem Motto, wir stellen uns nicht hinten rein, sondern wir gehen mal drauf. Gehen direkt mal drauf, zeigen mal, wer wir aber hier sind. Aber da spielt sich natürlich dann auch ganz klar, jetzt übergibt Paul Glander, wie es halt so üblich ist, Ball laufen lassen, bevor man dann eventuell eine Ecke gegenkriegt. Fiete Bormann, Jimmy Schiefer hinten, Anton Bauch jetzt an der Mittellinie, Mathis Kraus an der Mittellinie und vorne Johnny Röder. Titus Wex hat gerade auch die Position durch Rotation gewechselt. Und jetzt geht es wieder in die Grundformation bei beiden Mannschaften. So, da sehe ich den HTHC, bisschen mehr Richtung Mann. Und gutes Brett hier von Glander gegen Röder. Jetzt gibt es einen fliegenden Wechsel im Kommentatorenteam. Ich wechsle mal schnell rüber. Danke, Richard. Bis später. Und Jim Schurzmann
erstmal jetzt hier am Mikro, hat vorhin die Interviews mit den anderen Spielern schon geführt für Insta-Kanal und so. Also wer möchte, gerne auf Insta folgen. Ja, herzlich willkommen. Ja. Bisschen außer Atem. Wenn wir heute auch nur annähernd so viele Punkte holen, wie wir die Kommentatoren wechseln, dann bin ich guter Dinge. Fehlpass jetzt gut geklaut und sensationell abgefangen. Und Johnny Röder erinnert mich schwer, ich bleibe mal relativ sachlich und neutral, erinnert mich schwer an das Tor auf dem Feld von ihm, wo er ebenfalls den Ball abfängt. Ich war vor Ort und den Ball oben einschweißt. Jetzt auch wieder. Gut abgefangen. Und damit erstmal, glaube ich, wünschenswert für Gladbach, die ein bisschen Nervosität zur Seite legen und HTC jetzt erstmal ein bisschen vor eine Aufgabe stellen. Ja, stark gemacht. Und guter Abschluss da. Gladbach bleibt im Raum. Aber wie gesagt, 1-0 wissen wir, ist noch nichts passiert. Lange Zeit. Oh, da muss man aufpassen, Van Gersum wird schon sauer. Muss der Fiete Bormanns aufpassen, kann auch schnell in der Ecke gegen sein, wenn man losläuft. Van Gersum sehr schnell unterwegs, gut aufgepasst und jetzt langer Schläger von Julius Klaus. Erste Kreissituation für den HTC. Hasbach spielt raus auf Wex und Lander drüben ganz frei. Klaus als Torhüter kann klären und jetzt heißt es das gleiche Spiel wie eben, Lander in der Ecke. Aufpassen, keine Ecke gegenkriegen, Ball rausgehen lassen. Und vor allen Dingen breit stehen und ein bisschen rausschieben. HTC jetzt im Dreier. Stoppfehler von Glander und somit Abschlag für den GRDC. Jim, wie sieht's aus? Was haben die Trainer so nach den anderen Spielen erzählt, während es hier gerade zum Abschlag geht? Wie ja, ich wollte deinen Redefluss gar nicht großartig unterbrechen. Ja, ich würde sagen, gerade in der letzten Partie, die wir hier vor hatten, hat man, glaube ich, ziemlich gut sehen können, dass der MSC sich ganz klar, ich sag mal, für mindestens die Top 3 hier versucht auszuschreiben. Also wirklich ja, sehr souverän runtergespielt, auch überhaupt nicht nachgegeben, durch da den Druck draufgehauen und ich glaube, da können wir noch einiges erwarten. Bei Rot-Weiß war so ein bisschen, ja, ich sag mal, gekippte Stimmung. Ne? 3-3 gegen Frankfurt war wahrscheinlich nicht das, was sie sich erhofft hatten. Jetzt kommt eine schöne Einzelaktion, Johnny Röder wieder und macht das 2-0 mit der Rückhand durch Pitzer durch. Wahnsinn! Na gut, jetzt kann man sagen, kann man halten in dem Moment, aber ich glaube, zur richtigen Zeit mal einen nachgelegt, würde ich sagen, oder? Allerdings, da sehen wir es nochmal genau im richtigen Moment noch unter dem Schläger durch. Ja, und jetzt auch im richtigen Moment einfach die Lücke gefunden. Also gar keine Faxen. Stark einfach gespielt. Doppelpack von Röder. Wunderbar. So, guter Anfang für uns, würde ich sagen, oder? Starten. Hat jetzt hier wechselt. Wex kommt raus, jetzt von Belo hinten. Lander geht nach links. Und das ist stark gespielt von super Pass von Van Gersum. Klaus passt auf und jetzt raus hinten am Ball, muss ein tiefes Brett haben für. Ja, da hat man das Können von Van Gersum gesehen, der auf dem Bierdeckel quasi den Ball einmal um die eigene Achse spielt und damit die Verteidigung ein bisschen auseinanderspielt. Henry Kunz jetzt erstmalig am Ball gerade eingewechselt worden für den Doppelpacker. Kriegt den Pfiff. Oh, stark gespielt wieder, oder? Und dann kommt. Oh, das war Roch nach dem dritten Tor. Knapp. Jimmy hatte sich noch überlegt, ob er hinterher geht. Und das Zeitstopp, Stockfoul und es gibt Grün gegen Lander. Für das Stockfoul und Schiefer vorher. Genau, hatte noch so ein bisschen einen mitgegeben vor dem Abschluss. Stopp, da sieht man es nochmal. Jetzt da das Stockfoul und. Ja. Ja, schade für Jimmy jetzt. Ja, konnte er nicht mehr hinterher, aber. Ja. Glück in dem Moment für den HTRC. Überzahl GRDC. Ja, und so viel kann ich spoilern. Das wurde ausgiebig trainiert. Sowohl ist das so? Die eigene Überzahl als auch die eigene Unterzahl. Also ich als Hockeyvater von einem spielenden Sohn gerade hier kann mich da nicht beteiligen an der Diskussion. Da kam bei mir nichts an, aber wollte vielleicht auch nichts verraten. Du weißt mehr als ich, das ist gut. Gucken wir uns an, wie sie es ausspielen. Ah, Versuch von über Bormanns da, den Ball zum Tor zu bringen. Jetzt vielleicht nochmal einen Ball gewinnen. Oh, knapp. Ja,
Reicht nicht für eine Ecke. Frank Gersum auch ganz stark am Schläger, am Ball. Das gibt den Pfiff. Etwas ungestüm von Mathis Kraus an der Stelle, aber auch immer eine eklige Situation. Als Stürmer willst du den Ball natürlich haben, aber schwer da so ranzukommen. Gladbach wechselt System zum Fünferwürfel hin. Damit Spieler vom HTRC in dem Falle Fehler, frei vor Julius Klaus. Aber auch da im Moment, wie bei den anderen Spielen auch zu sehen, im ersten Spiel einige Unkonzentriertheiten oder Passungenauigkeiten. Diesmal auf Seiten vom HTRC. Eigentlich jetzt den Ball abgeben, Bretter vor die Füße, keine Ecke gegenkriegen. Jetzt sehen wir es vielleicht, auf der anderen Seite von Belo wartet schon und da muss man natürlich schnell sein, Schiefer passt auf. Ja, diagonal müssen die Gladbacher aufpassen, muss viel geredet werden hinten. HTC ist in der Lage, mit ein, zwei Bällen da schnell auch durch die Mitte zu spielen, ganz gefährlich. Gute Bretter da von Anton Bauch und von Fiete Bormanns. Da ist so ein Ball durch die Mitte von Paul Glander. Kann aber nicht verwertet werden. Er macht diesmal sehr tief jetzt. Lässt HTC komplett spielen. Da ist so ein gefährlicher Ball, direkter Abplatzer. Aber gut aufgepasst. Ja, Gladbach versucht so ein bisschen auch das 2:0 ein Stück weit vielleicht sogar schon verwalten, würde ich noch nicht sagen, aber machen das Spiel im richtigen Moment jetzt ruhig. Jetzt gefährliche Situation und er war hoch, geht neben das Tor, aber wird nicht gepfiffen, so mit langer Ecke. Ja. Ja, verwalten kann man glaube ich nicht über den Zeit, das bringt nichts, dafür ist es viel zu lang. Nee, genau, aber ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen nochmal auf Konter zu lauern. Genau, Moment, ne? Schön sicher hintenrum, langsam aufbauen. Aber ich glaube, der Plan der Gladbacher ist erstmal aufgegangen, die HTRC von der Aufgabe zu stellen, so ein bisschen erstmal runterzukühlen und nicht das erste Tor gegenzukriegen, sondern auch zu machen. Jetzt führen sie 2-0. Wie gesagt, das kann sich alles schnell ändern. HTRC erfahren genug in solchen Situationen. Haben wir auch eben bei Alster schon erlebt. Ja. Die bleiben ganz ruhig und suchen ihre Lücken. Aber es musste trotzdem erstmal aufholen dann in dem Moment, ne? Genau. Da wieder gut abgefangen. Diesmal von meinem Sohnemann. Aber verliert vorne den Ball und jetzt heißt es schnell zurück. Ja, Ballverlust. Jetzt heißt es kurz hinten. Gut aufgepasst von Julius Klaus hinten. Den Ball parieren. Das sollte man nicht tun vor uns hier am eigenen Kreis. Jimmy Schiefer nun dran. Ja, Mathis kurz. Vorne jetzt mit zwei Ballverlusten. Stark gespielt. Aber gut aufgepasst. Noch auf der Uhr. Abschlag für Gladbach. Rechts spitz durch. Oh, Glander setzt sich stark durch. Aber stark pariert von Klaus. Gut durchgesetzt von Gersum da, der den Pass noch zum Tor kriegt, aber Hasbach zieht neben das Tor. Da muss Gladbach jetzt ein bisschen aufpassen.
Ball geht hoch, weiter, Spielsicherung lassen noch weiterlaufen. Gladbach rutscht nicht nach. Das ist stark aufgepasst von John Röder. Jetzt 1 gegen 1 vorne. Vielleicht kann er in den Kreis kommen und Ball behalten erstmal vielleicht, um ein bisschen Ballbesitz zu haben. Gut gelöst. Von Röder kurz auf Bauch, dann auf Bormanns. Und HTRC schiebt wieder langsam an. Gladbach jetzt auch wieder im Frosch. Wie es so schön heißt. Raus aus dem Fünfer, genau. Ja, ist gefährlich in dem Moment. Und somit auch. Oh, den verzieht er. Ja. Wollte noch einen Pfiff haben, weil er denkt, war ein Foul. Aber da müssen die Gladbacher aufpassen, dass da über rechts. Da wird der linke Verteidiger allein gelassen. Und das ist dann natürlich gefährlich. Nochmal Glück gehabt. 2:30 noch auf der Uhr, 2:0 GRDC, Feldüberlegenheit HTRC, ich glaube, ist eindeutig. Wie du schon sagtest, Gladbach hat sich ein bisschen zurückgezogen und verwaltet so ein bisschen, ne, wenn man das so sagen darf, aber versucht so Nadelstiche zu setzen. Ja. Oh, das ist wieder stark von Röder. Und den macht er nochmal, das ist ja Wahnsinn. Entschuldigung, aber Johnny Röder mit seinem dritten. Man könnte auch von einem Hattrick sprechen. Wir gucken mal im Replay. Guter Ball hinten, Finn Adams jetzt drin und Johnny Röder setzt mit einem kleinen Zieher durch und kann dann wieder knapp am Torhüter ins lange Eck verwalten. Hätte ich jetzt vorher so nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich würde sagen, da hat jemand mehr als gut geschlafen. Ja. Und, wir sind im Teamhaus hat funktioniert, würde ich sagen. Wir wollen nichts verraten, aber Gladbach zurück im Fünferwürfel, arbeitet gut defensiv. Und müssen halt immer aufpassen, dass die Bälle, wenn der linke Verteidiger vorrutscht, nicht hinten dann blank gespielt werden. 1:30, 3:0, das ist jetzt erstmal eine Hausnummer für den HTRC. Aber wie gesagt, wir sind im Hallenhockey, das kann schnell gehen. Genau, du sprichst es an, da sollte man jetzt schauen, dass man mit diesem Ergebnis auch in die Kabine kommt. Dass da ja, aus Gladbacher Sicht natürlich erstmal kein großartiges Aufbäumen vom HTRC noch kommt. Röder macht es gut, der Johnny kommt gut davor. Und jetzt heißt es mal ein bisschen Ruhe reinbringen für Gladbach, genau. Für den Adams jetzt hinten links. Und HTRC natürlich immer wieder erpicht, jetzt Druck zu machen, läuft nach vorne. Gute Bretter da. Versucht er, was man mit Vornamen heißt, auseinander. Jetzt Henry Kunz vorne, kann er sich durchsetzen? Oh nein, bleibt hängen. Aber holt den Ball gut wieder. Und jetzt heißt es mal Ball behalten, die letzten 30 Sekunden vielleicht, damit man mit dem 3:0 auch in die Halbzeit gehen kann. Das ist gut von Mathis Kraus mit dem 5:1. Und jetzt noch eine Kreissituation, 20 Sekunden. Schade. Geht weiter mit Abschlag, HDRC, 15 Sekunden. Langer Ball, aufpassen dann nochmal hinten. Ja, und dann gehen wir hier mit einem 3:0 für den Gastgeber. Tatsächlich in die Halbzeitpause. Ja, noch ist nichts passiert, außer dass man HTRC jetzt vor, wie heißt das so schön, das ist jetzt erstmal ein Brett. Das ist ein Brett, und, ja. Da muss man jetzt erstmal gut zurückkommen und für Gladbach ist es natürlich auch erstmal eine Riesenmotivation und gibt auch mal Selbstvertrauen. HTRC geht in die Kabine, Gladbach auch. HTRC bleibt und ja, Gladbach bleibt auch an der Tür, neben dem Weg gar nicht, damit sie noch Zeit haben, sich ein bisschen zu besprechen. Ja, und beim HTRC muss man fast schon so ein bisschen sagen, einige Möglichkeiten gab es ja durchaus. Also einen Treffer hätten sie sich auch durchaus verdient. Definitiv. Einmal eben Hasbach, der ganz blank
Kleiner Abplatzer neben das Tor und Julius Klaus auch einmal noch gut aufgepasst. Ganz genau. Aber ich glaube, das ist jetzt auch der Plan. Ich glaube, wenn man da so in die Trainer reinhorcht, denke ich, dass Nils Helbig da versuchen wird, weiter in der Defensive gut zu stehen, vielleicht zwei, drei Sachen noch zu ändern, dass die HTRCer nicht ganz so leicht in den Kreis kommen, vielleicht gerade über deren rechte Seite und dann vielleicht noch Nadelstiche, so wie wir es gerade hatten, nach vorne setzen und dann vielleicht die Chancen, die man hat, dann auch ausnutzt. Ganz ich würde klar. Jetzt mal behaupten, ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht genau im Kopf, aber waren das drei Schüsse? Auf Seiten ja, der Klammer, oder die Chance vom Schiefer hatten wir noch. Ah, vom Jimmy natürlich, ja, auf der Torlinie gerettet. Genau, aber es waren sonst vier, viel mehr. Also ja. Drei aus vier oder so. So einen halben vom Kunst, aber... Ja, drei aus fünf war schon ganz ordentlich. Ja, und beim Johnny sind es dann drei aus drei tatsächlich. Definitiv, drei aus drei kann so, man machen. So kann man mal in der deutschen Meisterschaft starten. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie der HTRC reagiert. Jetzt haben wir so einen Punkt, wo ich eben schon drauf angespielt habe. Nationalspieler, die kennen solche Situationen, die sind normalerweise, haben die Ruhe weg bei sowas, aber die haben jetzt natürlich auch eine Aufgabe und jetzt kommen die vielleicht auch mal ans Nachdenken, so was ein Vorteil für die Jungs in Rot sein könnte. Definitiv. HTRC ist auch relativ zügig fertig, die Gladbacher ja, sind da immer noch in der Besprechung, aber beim HTRC wurde wahrscheinlich ja klare Ansprache gab es da. So sieht's aus. Ja, zwei Minuten hat die Ansprache gedauert, würde ich sagen, ne? Mit kurzem Trinken und so. Und Gladbach kommt aber gleich auch schon wieder, gehen nochmal in den Kreis, pushen sich. Ich glaube, so viel ändern muss man an Gladbacher Stelle jetzt auch nicht. Sich vielleicht in der Defensive nochmal ein bisschen abstimmen. Ja, für mich jetzt auch... Also dieses Spiel ist für mich im Vorfeld, wenn ich das sagen darf, wie gesagt, ein solches ist immer was ganz Besonderes, da kann auch jeder jeden schlagen. Wir haben es letztes Jahr auch in Mülheim gesehen, man sieht es eigentlich bei jeder Deutschen, dass auch die vermeintlichen Underdogs irgendwie immer eine gute Rolle spielen. Ich gehe mal davon aus, dass Gladbach, HTRC und MSC auch da die drei sind, die so ein bisschen weiter nach oben schielen, beziehungsweise auch das Halbfinale im Visier haben. Und da ist das Spiel natürlich schon sehr richtungsweisend, weil MSC ist schon eine Wand, wie wir eben gesehen haben. Sind ja super ins Turnier reingekommen, wären starke Spieler und gut, jedes Spiel entscheidet wieder neu. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ja, und man hört die Stimmung in der Halle, die ist auch mehr als meisterlich, würde ich sagen. Und da spielt natürlich im Laufe der Zeit auch immer mehr nochmal so ein bisschen der Heimvorteil mit Sicherheit auch eine Rolle. Ich meine, die Hälfte der Halle steht hier hinter den Jungs in Rot und das ist schon was sehr Besonderes. Auf jeden Fall. Und somit Halle ist auch sehr gut gefüllt, muss man schon sagen. Kaum freie Plätze noch und die Mannschaften, die jetzt hier aufs nächste Spiel vorbereiten, sind natürlich jetzt nicht da. Eltern nutzen das gute Buffet draußen. Ja, bisher ganz viel positive Rückmeldung jetzt hier im Vorfeld auch gegeben. Sehr gute Organisation hier von Seiten der Gladbacher. Es soll kein Eigenlob sein, sondern einfach auch mal Tatsachen. Ich glaube, hier bisher ist jede Mannschaft ganz gut aufgenommen worden, fühlt sich hier wohl und das ist das Wichtige. Und die Jungs, alle so wie sie hier sind, alle acht Teams, können, glaube ich, noch eine Menge mitnehmen. Auf jeden Fall. Schauen wir, was passiert. Ob HTRC steht schon sehr weit vorne. Vermutlich jetzt relativ zügiges Pressing. In 10 Sekunden geht's los. Ich sehe da eine Lücke vorne links, vorne rechts. Aber ja, wir haben uns am Ball, bleibt ruhig. Sehr stark geklaut von Jimmy Schiefer. Jetzt gut durch. Oh, das ist meines Erachtens, ja, wollte ich gerade sagen. Taktisches Foul, der war schon vorbei. Diesmal gibt es gelb. 2 Minuten. Heißt 12:45 wieder auf der Uhr. 2 Minuten Überzahl. Ja, und das aus HTRC-Sicht auf jeden Fall ziemlich bitter, würde ich sagen. Die haben sich hier jetzt wahrscheinlich eine Menge vorgenommen und dann die ersten 2 Minuten gleich erstmal nur zu viert zu spielen. Das ist natürlich ein herber Rückschlag. Ja, Gladbach muss jetzt aufpassen, dass sie sich jetzt nicht zu weit nach vorne orientiert, weil dafür sind die HTRCer stark genug im Spiel nach vorne. Und da heißt es jetzt aufpassen. Oh, das ist stark gespielt. Aber schon läuft der Konter.
Und da muss man natürlich jetzt die Struktur bewahren. Ne? Und schon ist 1 gegen 1. Gut verteidigt von Anton Bauch gegen Titus Wex. Und jetzt den Ball behaupten vielleicht, nicht nach vorne rennen. Gut gemacht. Mathis Kraus versucht es mit Direktabnahme. Ja, Gladbach geht jetzt schon relativ schnell weit nach vorne, um zügig da irgendwie zum Torerfolg zu kommen oder zum Torschuss zu kommen. Aber muss aufpassen, dass sie hinten weiterhin gut steht. Eine Minute um von der Überzahl. Oh, steht keiner. Die Bormanns mit dem Versuch quer vors Tor, aber. Ah, jetzt geht's schneller. Jetzt. Ah, wir wollten die Hatte jetzt ja auch schnell machen, vielleicht noch. 30 Sekunden Überzahl noch. Jetzt heißt es aufpassen. Der Ball ins Eck, aber heißt auch wieder schnell rausspielen. Klapper muss aufpassen, wenn der Spieler gleich reinkommt. Oh, das ist die Ecke. Ja, zu Recht. Frau Glander kann es nicht fassen, beschwert sich. Wir gucken es nochmal im Replay, aber ich glaube, klare Entscheidung, oder? Unglücklich. Schauen wir mal, erst gestoppt und jetzt, ja. Das war er noch ein. Jetzt kommt er, da ist er, ja. Ja. Also ich denke, unglücklich. Kann man pfeifen. Definitiv. Ja, jetzt wird es natürlich nochmal eine Herausforderung. Van Gersum steht auch schon wieder bereit. Nach der Ecke wird dann. Ja, da heißt es natürlich jetzt doppelt aufpassen, wenn es zu einem Abschlag kommen sollte oder so. Das Spieler geht schnell wieder aufs Feld. Aber genau. Aber erstmal hat der Gertitzi hier tatsächlich die Chance auf 4:0 auf heimischer Anlage zu erhöhen. In den Torhüter geschossen. Ecke. Ja. Ja, Paul Glander zeigt seinen Oberschenkel, weil er über Kniehöhe war. Aber Entfernung war wohl zu groß. Wir gucken nochmal. Sehr schnell draußen. Stark das lange Eck zugemacht und auch erst im Torwart geschossen. Ja. Sehr schnell draußen. Stark zugemacht. Gladbacher wechselt die Seite. Ja, und da ist Van Gersum im Spiel. Genau das, was Sie eben angesprochen haben. Bauch kann erklären. Ja, Glück gehabt in dem Falle. Aber das war die Gefahr, die wir eben schon vorausgesehen haben. Natürlich clever gemacht von Van Gersum. Ganz genau. Aber auch gut pariert da. Gladbach muss versuchen, jetzt auch mehr im Ballbesitz zu bleiben. Nicht so leicht abzugeben, die Bälle. Und jetzt hier einfach die Uhr ein bisschen runterspielen. Ja. Gut, wiedergeholt von Mathis Kraus da. Ja, und der HTHC schiebt jetzt natürlich mit der Gleichzahl wieder ein bisschen nach vorne. Ja, sehr gut aufgelöst. Ja, ich weiß jetzt schnell die Formation wieder rein, aber HTHC im Moment noch nicht mit irgendeiner Chance jetzt. Oh, starkes Spiel von Volteus. Relativ schnell mit der Rückhand abgedrückt. 10 Minuten, 3:0, Gladbach. Oh, das ist einfach nur. Oh, das ist brandgefährlich. Ich wollte gerade sagen, da passiert nicht viel, aber. Ja, und das sind so Situationen auch eben schon bei einigen Möglichkeiten, die der HTHC durchaus hatte. Vielleicht auch so ein bisschen erzwungenes Spielglück. Auf Seiten der Gladbacher. Definitiv. Also solche Dinge gehen auch gern mal dann rein. Ne? Genau. Und das ist ja irgendwie Murphys Gesetz. Wenn man dann vorne liegt, geht so einer meistens mal rein. Ne? Wenn man hinten liegt und das Ding braucht, dann bleibt er irgendwo hängen. Ganz genau. Jetzt aber wieder gefährlich und da ist das Tor. Rutsch.
durch die Schienen von Julius Klaus und damit steht er frei vom Tor. 3-1. 9 Minuten. Alles wieder möglich, denke ich. Ah, da rutscht er durch und ja, Gladbach muss aufpassen jetzt. Das ist das, was ich im Vorfeld angesprochen habe. Jetzt verteidigt Klaus Stark wieder. Jetzt zumachen. Bauch und Röder mit den Brettern da. Wunderbar. Und jetzt heißt es wieder rausschieben. Aber das darf nicht passieren, dass man so frei zum Schuss kommt. Du redest nicht mehr, du bist fasziniert vom Spiel. Das ist ja eben Hallenhockey. Ne? Wir hören hier auch zu unserer Rechten die HTHC-Fans wieder ein bisschen auferstanden. Da war es zwischenzeitlich mal ganz ruhig. Und so schnell geht's dann. Machst du den Anschluss, kriegst die nächste Chance, da wird's dann hektisch. Jetzt die Gladbacher auch ein bisschen unzufrieden mit 1-2 Pfiffen. Da muss man jetzt gucken, bei sich zu bleiben. Und wir sind wieder beim mehr oder weniger erzwungenen Spielglück. HTHC mit einer Riesenmöglichkeit hier. Man muss aber sagen, jetzt mittlerweile das zweite Tor liegt mehr als in der Luft. Also waren jetzt schon 2-3 ganz dicke Chancen und da muss Gladbach jetzt doch enorm aufpassen, dass jetzt nicht der ein oder andere da reingeht. Ganz genau. Vielleicht mal so ein kleiner Befreiungsschlag. Guter Ball. Jetzt heißt es mal Johnny Röder vielleicht nochmal zum vierten. Warum nicht? Aber erstmal Ballbesitz. Und jetzt muss man schnell nach vorne kommen. Ah, Philipp Ormans hält den Ball da. Aber da ist es jetzt brandgefährlich. Also es brennt schon, muss man sagen. HTHC macht immer mehr Druck, erhöht den Druck. Und Gladbach nur noch defensiv aktiv. Das wird schwierig, wenn man so tief hinten drin steht. Wir müssen schieben. Also auch am Damenlangen Pfosten wieder zwei. Gut aufgepasst von Julius Klaus. Ja, wirklich sehr waches Spiel von ihm. Da ist er wieder. Oh, runde Seite. Pfeift er nicht. Ja. War auch über den Schläger gesprungen, aber wenn man jetzt nochmal genau hinguckt, springt er über den Schläger. Da. Aber es steht aber auch keiner und von daher. Ja, und da ist er dann am Fuß. Erste Ecke für HTHC. Ja. Für die Glander-Brüder. Paul Glander. Normalerweise mit einem sehr schnellen, harten Zieher. Wir werden sehen, was passiert. Ja, wichtige Szene jetzt. Ja. Spiel auf der Kippe Richtung HTHC und obwohl es 3-1 für Gladbach steht. Ja, auch die Zuschauer werden langsam nervös. Eltern vom Jasper im Tor fordern lautstark Zeitstopp. Werden also schon ein bisschen hektisch. Stark auf der Linie gehalten von Piete Bormanns. Paul Glander findet die Lücke. Aber erstmal wichtig verteidigt. Jetzt geht es aber weiter. Schnell wieder rausrücken. Das ist sehr unglücklich. Und Karte auch noch? Oder wofür? Wofür gibt es die Karte? Wofür gibt es da eine Karte? Gelbe Karte für Anton Bau. Ist doch mein Sohn, aber wofür kann ich jetzt nicht sagen? Hier jetzt auch nicht ganz ersichtlich. Trainer gespannt, guckt auch etwas skeptisch. Ja, bei der Ecke noch, ich würde sagen, die Rausgabe auch nicht genau da, wo sie hinkommen sollte. Spielt vielleicht auch nochmal mit rein, aber dann auch einfach super gehalten auf der Linie. Und Ecke die zweite. Ja, ärgerlich. Glander zieht den Ball rum, aber wird dann nochmal abgefälscht ins andere Eck. Und somit 3-2 bei 5,5 Minuten auch noch Überzahl. Jetzt 1,5 Minuten. Schwierige Phase für den GRDC. Um das Spiel jetzt nicht ganz kippen zu lassen. Jetzt Gladbach wechselt. Schiefer versucht es alleine, stark. Das ist ärgerlich, dass er den Ball verliert. Ja, und jetzt muss Gladbach sehr gut arbeiten defensiv, viel reden.
Ja, im Moment noch kein Konzept da, wie das Stellungsspiel der Gladbacher da hinten sein soll. Nicht in der typischen Raute. Ja, jetzt eins. Ja, den Ball darfst du nicht verlieren, Jimmy. Aber gut wiederholt von Hasbach. Oh. Starke Einzelaktion von Hasbach, der die Latte Unterseite trifft. Glück in dem Falle, beinahe der Ausgleich. Gladbach ein bisschen Zeit von der Uhr. Und jetzt heißt es Ball halten, gucken. Ja, das versucht Jimmy Schiefer natürlich. Das ist unglücklich. Oh, das ist gut wiedergeholt. Nagelstich. Ja, ärgerlich, jetzt heißt es gut verteidigen. Sehr wild jetzt hier gerade, muss man dazu sagen. Und Jimmy bleibt stehen, schwierig. Jetzt muss man den Ball auch einfach mal behalten in der, Überzahl, beziehungsweise Unterzahl. Da oh, sieht man. Setzt sich durch. Pfiff gegen. Ah, Gladbach versucht es, aber trotzdem muss man jetzt verteidigen. Jetzt das, der Ausgleich wäre gut. Gutes Stellungsspiel von Julius Klaus. Jetzt heißt es Zeit von der Uhr nehmen. Oh, das ist unglücklich. Das ist unglücklich von Shorty. Darf man nicht machen. Verstehe ich nicht. Aber gut. Ärgerlich. Gladbach wieder komplett 3-3. Somit wieder alles offen. Momentum jetzt natürlich auf Seiten des HTHC. Gladbach auch wieder in der Gleichzahl. Anton Bauch zurück auf den Platz. Gute 2,5 Minuten noch zu gehen. Ja, jetzt heißt für die Gladbach wieder ein bisschen Rhythmus finden, die linke Seite zuzustellen. Da ist Gladbach doch anfällig jetzt, weil da immer doppelt besetzt ist. Und Gladbach da sehr im Raum steht und hinten links. Anton verteidigt das zwar ganz gut zusammen, aber das ist halt die Gefahr, wenn man ganz alleine da steht. Gut aufgepasst von Julius Klaus. Gut Fuß. Er macht es wirklich stark gehalten. Ein richtig gutes Spiel von Jules. Aber da hat man die Knackstelle gesehen. Ne? Vorne links in dem Falle. Und hinten links Anton kommt nach vorne. Und da fehlt natürlich hinten noch einer da in dem Falle. Versucht den Ball da jetzt wieder zu halten an der Bande. Über rechts zügig nach vorne spielen. Das sind einfache Ballverluste. Und Van Gersum natürlich technisch. Oh, runde Seite, wird nicht gepfiffen. 2:20. Auch da Van Gersum mit dem Ball durch die Beine. Oh, gutes Brett ins Brett gespielt, pfeift er nicht. Kann man mit Sicherheit auch. Wollte ich gerade sagen, sollte man eigentlich pfeifen. Pfeift er nicht. Klar ins Brett gespielt. Und Gladbach muss ein bisschen schieben, muss ein bisschen was tun, sonst wird eng die 1,50 noch zu überstehen. Jetzt man sieht es wieder. HTHC rechts vorne doppelt besetzt mit Van Gersum und Van Belo. Jimmy Schiefer diesmal tiefer. Ins Brett. Das ist meines Erachtens jetzt das dritte Mal hintereinander. Jimmy Schiefer weiter bei rechts. Ja, nicht alleine. Oh, da setzt er sich stark durch. Und macht das Tor. Sensationell. Das ist richtig wichtig. Und HTHC beschwert sich und kriegt noch eine Karte. Definitiv. Ja, das auch durch Stockfaul völlig zurecht. 1:19. Ganz wichtiges Ding. Stark durchgesetzt. Schiedsrichter kommen noch mal zusammen. Wir gucken mal, funken nicht, damit haben wir es nicht live. Wir sprechen sich gerade über die Karte. Und jetzt heißt es, Gladbach muss in Ballbesitz, um eventuell noch mal ein paar Bälle hin und her spielen zu können und vielleicht sicher noch mal eine Kreissituation zu kriegen. Sensationell, 4-3, 1:19. Gladbach mit einem Torschuss in der zweiten Halbzeit wieder zurück. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. 5 Nationalspieler beim HTHC auf dem Feld. Und jetzt wird man wahrscheinlich Einzelaktion sehen von Paul Glander, Van Gersum und versuchen da irgendwie auf Ecke zu gehen. Genau, aus Gladbacher Sicht mit Sicherheit jetzt keinen falschen Ehrgeiz zeigen. Genau.
Das ist ja, clever und kühl. Das ist stark verteidigt. Jetzt heißt es beide. Ja, das ist gut. Zeit von der Uhr nehmen. Genau. Gut davor gekommen von Anton Bau. Hasbach beschwert sich schon, obwohl gerade erstmal der Freistoß ausgeführt wird. Johnny eigentlich relativ frei in der Mitte. Jetzt sollte man den Ball im Kreis halten und vor allen Dingen nicht so leicht abgeben. Halten, halten, halten ist die Devise, um einfach Zeit von der Uhr zu nehmen. Sehr gut. Und Zeit runternehmen. Ah, wir als Trainerexperten hier natürlich. Ne? 40 Sekunden. Ja, Ball halten, halten, halten. Nicht alleine. Das ist schwierig. Das ist. Oh, und schon läuft der Konter gegen. Jetzt heißt es aufpassen. Schnell wieder umdrehen. Umdrehen. Stark geholt von Jimmy Schiefer. Das ist die Ecke. Sehr gut. 30 Sekunden. Und es dürfte auch eine Karte nach sich ziehen, weil es ein taktisches Foul ist und somit gelb. Gegen Joost van Belo oder lässt er sich stecken? Gelbe Karte. Tatsache. Somit bleibt es Überzahl für die letzten 27 Sekunden. Jetzt heißt es clever sein auf klapperer Seite. Ich lege mich fest. Ich lege mich fest, Jim. Geht die Ecke rein, wird Gladbach gewinnen. Okay, damit legst du dich damit leg ich mich fest. Da würde ich mitgehen. Interessant ist, was jetzt passiert. Ich habe ja mal die Idee gehabt, ich rede jetzt mal weiter. Ich habe ja mal die Idee gehabt, die Ecke gar nicht zu schießen, sondern jetzt einfach anzunehmen, wieder in die Ecke zu gehen und versuchen, die Uhr runterspielen zu lassen. Wäre ja auch eine interessante Variante, weil es steht 5 gegen 3. Kann nicht viel passieren eigentlich. Ne? Aber ja, ich glaube, da sind die Jungs auch heiß genug noch und wollen. Ein bisschen was mitnehmen. Jetzt gerade gegen Rausläufer, man sieht es, richtig rausgelaufen wird nicht. Tolta wird wahrscheinlich 2-3 Meter machen. Ja, und clever. Nein! Nein! Aber Abschlag wird gepfiffen. Abschlag wird gepfiffen, somit letzten ja, und ich 15 glaube, Sekunden. Der Ball, oh, jetzt sind es wieder 4 Leute. Oh, lange Ecke doch. Lange Ecke doch. Damit ist das Spiel erledigt. Das sollte für Gladbach reichen. Der Betreuer flippt völlig aus vom HTRC. Gänzlich unzufrieden. Zeitstopp und es gibt die nächste Karte gegen Hasbach. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Die nächste gelbe. Gut, Spiel ist erledigt. 3 Sekunden auf der Uhr. Oh, jetzt muss er aufpassen, dass er nicht ganz ausrastet, sonst gibt es rot. Ja, es sieht danach aus, dass es rot ist. Hasbach wird aus dem Turnier geschoben. Ja. Hat seine Emotionen nicht im Griff. Ja, und ich weiß nicht, was er gesagt hat. Da können wir natürlich, haben wir keinen Einfluss drauf. Sehen die vereinzelten Gespräche hier auf dem Platz. Unverständnis. Also ich meine, bei der Geste, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, klar, Fingerspitzengefühl in allen Ehren, aber bei der Geste Vogel zeigen und sonstiges, ich glaube, die Jungs U18, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wir sind halt auch im Hockey. Spiel zu Ende. Paul Glander verabschiedet sich schon, Wex verabschiedet sich, es ist zu Ende. Die Jungs wollen gar nicht mehr anstoßen, die lange Ecke. Bei 5 gegen 3 sagen die sich, es ist vorbei. Und damit ist vorbei. Ja, und der GMC startet mit einem 4-3. Ich würde sagen, im Hause Bauch müssen wir nochmal auf den Esstisch hauen, bei dem, was der Anton da zuletzt jetzt liegen gelassen hat. Was? Aber ich würde sagen, da... Also ich muss sagen, gute Eckenvariante zum Schluss. Clever gemacht, ja. Gut pariert, ja, auf der Linie. Klar, mein Sohn, doch, darf ihn reinmachen. Ich bin dabei. Darf ihn reinmachen. Aber ganz ehrlich. Ganz genau. Ganz ehrlich, man hebt sich das auch auf. Genau. Spaß beiseite. Genau. Spannendes Spiel. Viele gute Momente, erste Halbzeit, wenige Chancen für Gladbach, eiskalt ausgenutzt durch Johnny Röder, haben wir schon besprochen. Zweite Halbzeit, Momentum klar auf der Seite vom HDRC. Aber? Ja, am Ende dann ein bisschen schade, auch einfach fürs Spiel an sich. Ja. Ich denke, Wendersbach wird sich auch ein bisschen ärgern, wenn er in den nächsten 2 Minuten mal ein bisschen Laktat abgebaut hat. Das ist einfach ärgerlich, ne? Klar verlierst du dann hier unglücklich das erste Spiel, aber es sind immerhin auch noch 2 Partien. Also genau. Und ganz allen den Kopf in Sand braucht man auch nicht stecken. Rote Karte, wenn ich richtig informiert bin. Hast du jetzt eben gesagt? Ich ja, rote Karte hat er gezeigt. Er hat also den, genau, aber was das bedeutet? Also gelb-rot ist ein Spiel und ich meine rot ist 2. Ich weiß nicht genau, die Schiedsrichter wissen es besser. Wir werden uns jetzt im Laufe der... Genau, informieren wir uns mal. Informieren wir uns und... Auf jeden Fall wird er im nächsten Spiel nicht mit von der Partie sein. Genau. Und das ist das Spiel gegen Rüsselsheim.